Willkommen zu einem, denke ich, recht spannenden Teil des heutigen Abends. Das ist nicht der zweite Menügang, der war auch spannend, aber wir wollen uns jetzt zunächst mal den Testteilnehmern zuwenden. Aber ich darf auch kurz Ihre Aufmerksamkeit dafür in Anspruch nehmen, dass ich mich mal bedanke bei dem Team, das den heutigen Abend organisiert hat, ohne die wir hier alle gar nicht sitzen könnten. Denn es gehört doch einiges dazu, das vorzubereiten, dass dann am Ende auch alles reibungslos abläuft. Und die Hauptlast in diesem Jahr, glaube ich, lag bei meinem Mitarbeiter Alexei Steinmark, der sich sehr ins Zeug gelegt hat in den letzten Wochen, um das hier alles gut vorzubereiten. Aber auch die anderen aus dem Team, bei denen ich mich bedanken möchte, Robin Gippert, Anja Hering, Ihre Frau, ja, genau, Frau Richter, ich denke, das darf ich auch erwähnen. Helena Quiss, die uns stark unterstützt hat in den letzten Wochen. Und heute eben auch mein Sohn Volker, der für uns twittert und das Ganze eben auch auf die Homepage stellt. Und Katharina Nösser, die hier die Urkundenübergabe macht. Ihnen gilt unser Dank heute auch mal in ganz besonderem Maße. Vielen Dank. Sind wir schon mit den Qualifikanten durch? Ich glaube, Sie konnten in der Zwischenzeit gucken, ja? Ja, offensichtlich. Gut, dann 89 waren dabei und wir wollen uns jetzt nochmal anschauen, wie denn eigentlich unser neuer Auswahlprozess abläuft. Wir haben einen Strich gezogen, quasi, nämlich bei 27 Punkten im Beratungsgespräch, 27 von 40, die nötig sind, um die erste und die entscheidende Qualifikationshürde zu nehmen, um dann überhaupt auch sich dafür zu qualifizieren, dass Vermögensstrategie und Portfolioqualität ausgewertet werden. Und was ist dabei rausgekommen? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Naja, wir haben Highlights, wir haben auch andere Dinge gesehen, Kurioses, alles war dabei. Und von daher schauen wir mal, was jetzt auf uns Nettes wartet. Wir haben das natürlich nicht alles auswendig und haben auch moderne Technik, um jetzt mal ein bisschen zu schauen, was war es denn an Highlights, was können wir mitgeben in dem Markt? Also ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass wir feststellen konnten, ich habe gerade schon darauf hingewiesen, Beratungsgespräch, dann Vermögensstrategie, dass selbst bei denen, die sich qualifiziert haben, es dann doch erhebliche Differenzen zwischen beidem gegeben hat, also in dem, was wir dann als Qualität festgestellt haben. Nicht jeder, der ein tolles Beratungsgespräch hingelegt hat, hat das Ganze dann auch in die Vermögensstrategie übertragen können. Ja, also insbesondere dann in den schriftlichen Unterlagen war es dann doch ein Gap, das wir immer wieder feststellen mussten. Was wir aber auch sehen konnten, ist, dass das Thema Sorgfalt in der Dokumentation, insbesondere des Beratungsgesprächs, also die Evaluation gut durchzuführen und das auch dem Kunden sichtbar zu machen, wie haben wir dich verstanden, was sind die Dinge, dass das in der Spitzengruppe, die wir uns jetzt hier auch gerade angucken, dass das dort eindeutig zugenommen hat und wir können es wirklich sagen, es ist ein Marktstandard, weil offensichtlich auch das Verständnis entstanden ist, das gehört zum guten Private Banking dazu. Ja, und noch ein Thema, der Markt macht es möglich, man sieht Wettbewerb, wir haben eben auch sehr deutlich festgestellt, dass es kräftige Diskrepanzen geben kann zwischen dem, was die einzelnen Häuser als Standardkonditionen ausweisen und dem, was wir dann tatsächlich auch in den konkreten Angeboten bekommen haben. Also da ist ein Gap drin, da sind zum Teil auch Reduktionen von 40-50% der ursprünglichen Gebühr, die erhoben werden sollte, standardmäßig. Auffallend auch ist, dass das Thema Kompetenz in Vermögensnachfolgefragen nicht stark ausgeprägt ist. Also das könnte man eher ein Stück als Überraschung beschreiben, denn
dass dieses Thema, jemanden ganzheitlich zu beraten, auch in dem Bereich der Vermögensweitergabe von einer Generation zur nächsten, dass das existenziell ist für einen Private Banking Kunden und grundsätzlich auch eine Leistung ist, die nicht unbedingt Rechtsanwälten und Steuerberatern überlassen werden kann, weil dort einfach bestimmte Kompetenzen wiederum auch nicht da sind, das ist doch selten zu sehen gewesen. Ja, und ein Ergebnis, was uns auch ein Stück weit beschäftigt hat, ich will nicht sagen betroffen gemacht hat, wir sind ja nicht persönlich betroffen, aber es regt zum Nachdenken an, nämlich dass die deutschen Anbieter in diesem Jahr doch deutlich hinter den Leistungen ihrer Wettbewerber aus der Schweiz, aus Liechtenstein, Luxemburg und Österreich jedenfalls in der Spitzengruppe zurückgeblieben sind. Ja, es ist ein ganz klares Ergebnis und es wird nachher noch sichtbarer, in welcher Dimension. Was auch auffällend ist, ist, dass innovative Konzepte oder auch ein Stück Kreativität im Portfolio-Management wirklich zu suchen ist. Es war in diesem Fall gar nicht so komplex. Es ging im Kern darum, einfach mal zu schauen, wenn ich einen Kunden habe, der in 5 Jahren oder in 8 Jahren das Geld übertragen möchte, dann ist eine gewisse Logik da drin, zum Beispiel die Aktienquote zu reduzieren, je näher das Ziel kommt, damit ich nicht 1-2 Tage vorher in so einen Crash komme. Und hier sahen wir bestimmte Fesseln, die im Portfolio-Management offensichtlich da sind oder zumindest nicht die Kreativität, um auf den Punkt genau solche Konzepte dem Kunden anzubieten und auch die Strukturen im Hintergrund im Portfolio-Management zu haben. Zumindest ist das unsere Hypothese, warum wir das so wenig gesehen haben. Ja, was wir aber gesehen haben, ist etwas, was wir schon überwunden dachten, nämlich Kundenannahme über eine zentrale Annahmestelle, man kann auch sagen Callcenter, was dann dem Prozess nicht wirklich gut tat. Ein äußerst umständlicher Prozess der Datenaufnahme, wer lieber Kunde bist du denn eigentlich, bis dahin, dass das System am Ende nicht in der Lage war, den Ortsnamen des Kunden zu erfassen, weil dieser zu lang war und es dann fast daran gescheitert wäre, diesen Kunden überhaupt zu einem Kunden zu machen. Das ist eben gut, wenn man in Köln wohnt, nicht? Dann geht das wahrscheinlich einfacher. Das war aber in Köln, Vorort von Köln. Ja, manchmal sind es die Kleinigkeiten. Genau. Auch eher unter der Kategorie Kurioses ist, es ist mir zum Beispiel in einem Fall überhaupt nicht gelungen, nach 3, 4, 5 Mal Lesen zu verstehen, wie viel Honorar überhaupt abgerechnet wird. Also ich habe geschwankt zwischen 1,9%, 3,8% oder vielleicht waren es doch nur 0,95%. Es war einfach nicht herauslesbar, weil die Angaben mit Abrechnung und es fehlte einfach eine Per-Anno-Angabe. Also das war schon eher kurios. Ja, ich würde sagen, kurios war auch die Sparkasse, die gar nicht wusste, dass es zum Haus gehörig eine Private Banking Abteilung gibt, das aber nach einigen Anrufen dann doch festgestellt hat, um dann dem Kunden zu sagen, ja, Sie haben recht, es gibt bei uns ein Private Banking, der Berater wird Sie zurückrufen, was aber nie passiert ist. Ja, und auch interessant ist, wenn man so die Gesamtkosten sich anguckt, 3,3% TER für einen Mischfonds, das war dann schon spannend, also da kam so für mich so eher das Motto, ja, ihr Geld ist nicht weg, es hat nur wer anders, nicht? Also die Bank. Also 3,3, das war schon eine echte Nummer. Ja, apropos zu dem Thema, die Bank verdient immer, auch dazu haben wir ein neues Kapitel erleben können, was dann so aussah in dem konkreten Fall, wo es ja um einen Zuzahlungsbetrag des Kunden gegangen ist, den die Bank so hoch angesetzt hat, dass die daraus resultierende Rendite oder der aus der Rendite resultierende Betrag geringer war als die Gesamtgebühren, die der Kunde über die Laufzeit hinweg an die Bank berappt hat. Ja, also das waren so die kuriosen Dinge und die Highlights, die wir in diesem Jahr gesehen haben. So, und das ist auch ein Highlight. Ich komme mit dem Gerät noch nicht so richtig klar. Immer also der Vorhang, den finde ich schon ein Highlight, nur manchmal. Gut, da kommt ja jetzt auch was. Ja, was wollten wir eigentlich zeigen jetzt? Wir wollten eigentlich zeigen, wer hat eigentlich diese Hürde geschafft? Denn es waren ja 89 Beratungsgespräche und wer hat diese Hürde von 27 Punkten geschafft? Und Sie sehen das jetzt hier in der Darstellung, die Logos werden hier alle eingeblendet. Genau, das sind, sollten 37 sein, sind es sicherlich auch. Die haben die Qualifikation geschafft. Aber wir sagten ja schon, damit ist es nicht getan mit der Qualifikation allein. Man musste ja drüber hinwegkommen und um
Ja, um ins Rating zu kommen. Wir haben drei Rating-Kategorien: empfehlenswert, uneingeschränkt empfehlenswert und Top-Anbieter. Und die unterscheiden sich dadurch oder kommen so zustande, dass wir sagen, empfehlenswert ist für uns das, ein Haus, das wenigstens 70 Punkte der Bestpunktzahl erreicht. Wer uneingeschränkt empfehlenswert ist, der muss wenigstens 80% der Bestleistung erreicht haben. Ja, und Top-Anbieter kann nur sein, aus unserer Sicht, wer wenigstens 90% der Bestleistung erzielt hat. Und dem wollen wir uns jetzt widmen. Eigentlich sollte dazu ein bisschen Musik kommen. Warum kommt die nicht? Sehr gut. Ja, dies sind die Logos derjenigen Anbieter, die ein Rating bekommen haben. Genau. Und was für ein Rating, das schauen wir uns jetzt im nächsten Part an. Jetzt geht es um die, die wir als empfehlenswert bezeichnen. Das sind sie, das Bankhaus Lampe, die Bremer Landesbank, Donner und Reuschel, die Credit Suisse zweimal, nämlich in der Schweiz und in Österreich, Bankhaus Ellwanger und Geiger, die Südwestbank, die Zürcher Kantonalbank Österreich und die VP Bank aus Liechtenstein. Das sind die, die mindestens 70% der Bestleistung erreicht haben und somit in unserer Wertung empfehlenswert sind. Und dann schauen wir mal zu den uneingeschränkt empfehlenswerten. Ja, so sehen wir jetzt die sieben Häuser, die mit einem Rating, nämlich mit dem Rating uneingeschränkt empfehlenswert, auch ja, belohnt werden, die wir in dieser Weise bewerten konnten, weil sie genau diese Messlatte auch erreicht haben. Und nun ja, so ist es jetzt, dass wir genau. Die Vertreter auf die Bühne bitten, dieser sieben Häuser. Bitte Vertreter der Häuser hier zu uns. Wir möchten Ihnen gerne das ausweisen, was Sie erreicht haben, dass Sie eben ein uneingeschränkt empfehlenswertes Rating erzielt haben. Vorsicht, dann kommen Sie rum. Bitte, sagen Sie Grüß. Ja, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie ran. Ja, suchen Sie sich, hier ist gut Platz. Grüß Gott, kommen Sie. Ja, und wir bitten um die Urkunden. Die Urkunden kommen jetzt schon, genau, überreicht. Und wir dürfen vielleicht in der Zwischenzeit berichten, uneingeschränkt empfehlenswert, aber noch nicht Top-Anbieter. Das heißt, da geht noch was. Ja, es ist, ja. Da war noch Platz. Wir haben eben tatsächlich die ein oder anderen Kategorien, die auch gut gelöst wurden, aber eben nicht mit dieser Exzellenz, wie es in jeder Kategorie möglich wäre. Und so haben wir hier ein uneingeschränkt empfehlenswert, weil natürlich gute Leistungen jeweils gezeigt wurden. Zum Beispiel im Beratungsgespräch, sonst würde die Hürde ja gar nicht genommen. Oder in der Vermögensstrategie. Aber dennoch bleibt an dem einen oder anderen Punkt, Herr Vielhaber, dann doch noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, ich habe mir in der Transparenz haben wir das hin und wieder mal gesehen. Und es war jetzt hier
weiß nicht, haben Sie es erwähnt, Portfolioqualität? Na, die Portfolioqualität habe ich noch nicht genannt, aber auch da, das nicht treffsichere Portfolio war etwas, wo dann auch die Bewertung von Quantvest nicht die Punkte zeigten. Oder auch in der Vermögensstrategie, wo dann doch noch an der einen oder anderen Stelle noch Luft war oder manchmal auch, wenn ich so schaue, da fallen mir die ein oder anderen Dinge dann auch sofort ein, wenn ich das Logo betrachte, dass da zum Beispiel einfach es nicht gelungen ist, die Informationen dem Kunden so zu transportieren, dass er das irgendwie verstehen konnte. Also dass es auf dieser Ebene ist und da zeigen dann die Top-Anbieter noch eine höhere Exzellenz und so ist es uneingeschränkt empfehlenswert, also keine Einschränkung, bitte. Also man muss schon sagen, genau, wir haben jetzt gerade das Haar in der Suppe gesucht und gefunden und das haben wir Ihnen nochmal kurz präsentiert. Es sind schon wirklich klasse Leistungen, die wir hier gesehen haben und die Häuser auszeichnen, die jetzt hier vorne auf der Bühne stehen. Darum, uneingeschränkt, das ist nochmal zu betonen. Ja, vielen Dank. Nehmen Sie bitte gerne wieder Platz. Vielleicht ein kleiner organisatorischer Hinweis. Wir haben auch eine Auszeichnung für die Empfehlenswerten. Wir haben uns das aber so überlegt, dass wir gerne die Urkunden überreichen und gegebenenfalls, auch wenn Sie mögen, ein Foto machen. Wir haben vorne unsere Private Banking Prüfinstanz Wand und an der werden wir das nachher noch ganz gemütlich tun können. Also wenn Sie Ihre Urkunde heute Abend möchten, dann bitte kommen Sie nachher zu uns an die Wand vorne. Und wir werden an die Wand gestellt, genau. Und dort gibt es dann die Urkunde. Es wird aber nur ein Foto geschossen, das ist jetzt nochmal wichtig zu betonen. Kommen wir zu den Top-Anbietern. Wer bleibt? Da ist die Deka Bank Luxemburg. Da ist die DZ Privatbank Luxemburg. Genau, und dann schauen wir, was das nächste Logo sagt. Das ist auch die DZ Privatbank, aber Schweiz. Und wir sehen die Bank Gutmann oder hier Gutmann Private Bankers. Ja, und Julius Bär. Und Sie merken schon, wir gehen ganz bewusst in alphabetischer Reihenfolge vor. Hier ist noch kein Ranking zu sehen. Es geht wirklich um die Top-Anbieter, mindestens 90% der Bestleistung. Und dazu gehört auch SEB Private Banking und die Walser Privatbank aus dem Kleinwalsertal. Und jetzt möchten wir auch von diesen Häusern die Herrschaften nach vorne bitten, damit wir Ihnen die Urkunden aushändigen können, die Sie verdient haben. Ja, seien Sie herzlich willkommen hier vorne. Herr Herbert. Schön. Ja. Auch Grüße, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier auf der Bühne. Auch herzlich willkommen. Ja, gerne. Es stehen wieder nur Herren hier. Das ist auch wieder zu sehen. Ja, das müssen mit der Frauenquote, wir müssen das doch mal irgendwie vorantreiben. Herr Burgenwirt, seien Sie willkommen hier. Genau, die DK Bank kommt von hinten. Genau. Und bitte jetzt die Urkunden. Ich versuche mal, mich hier ein bisschen aus dem Bild. Genau. Vielleicht drücken Sie noch ein bisschen zusammen. Sie sollen ja im Mittelpunkt stehen, denn es sind Ihre Leistungen. Und vielleicht können wir daraus mal ein bisschen berichten, Herr Richter. Ja, wir können auf jeden Fall eins berichten, dass wenn jemand 90% der Gesamtpunktzahl hat, dass hier die Kollegen und die Banken vertreten sind, die Häuser vertreten sind, die es tatsächlich geschafft haben, in diesem Fall in einer Exzellenz zu lösen. Das ist auf jeden Fall deutlich zu sagen. Und wenn wir mal hinschauen, dann ist natürlich das Beratungsgespräch für sich erstmal gut gewesen, sonst wäre wiederum diese Hürde nicht geschafft worden. Aber das Beratungsgespräch war per se schon gut, auch sehr gut.
Dann kam aber eben noch die anderen Kategorien dazu, insbesondere die Vermögensstrategie, wo es dann darum ging, das Thema auch fachlich exzellent zu lösen. Und da war dann die Vermögensnachfolgefrage sicherlich ein wichtiger Punkt, denn das waren dann auch die Punkte, die zur Exzellenz häufig geführt haben. Ja, und wir können jetzt noch ein bisschen mehr zu jedem einzelnen Haus sagen, und das werden wir jetzt auch tun. Ich muss nur noch mal die Technik hier mit dazu nehmen. Ein Satz zur Bank Gutmann. Die Bank Gutmann überzeugt erneut voll mit guten und sehr guten Ergebnissen in allen 4 Bewertungskategorien. Auffallend Sorgfalt in der Evaluation und überzeugend in der Ausarbeitung der Vermögensstrategie und in Portfolioqualität. Und das Ganze nicht in Wien, sondern wir haben Salzburg getestet, also eine Niederlassung, und daher haben Sie es geschafft, auch die Leistung nicht nur an einem Standort zu zeigen, sondern auch an dem anderen Standort. Und wir gehen über zur Bank Julius Baer, alphabetisch an 2. Stelle. Sie überzeugt mit einer exzellenten Leistung der Berater, der Organisation, im Anlagevorschlag und in der Portfolioqualität. Und ist als Haus mit Abstand die Nummer 1 in der Schweiz, mindestens für deutsche Kunden. Jetzt kommt die Deka Bank Luxemburg, die auch Herr Vielhaber noch präsentieren wollte. Das wird er jetzt auch tun. Ja, wenn man noch kurzfristig Umstellung macht. Genau. Ja, ich habe das größere Gerät, er muss jetzt etwas länger suchen. Aber Apple ist da ja auch schon drauf, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja, wird jedes Jahr ein bisschen älter und die Geräte werden wieder ein bisschen größer. Die Deka Bank, ausgezeichnete Leistung in der mündlichen Beratung sowie der schriftlich erstellten Vermögensstrategie. Damit hebt sich die Deka im Wettbewerb heraus. Die Treffsicherheit des Portfolios ist befriedigend. In der Transparenz erhält die Deka eine gute Bewertung. Sie bestätigt ein weiteres Mal, dass sie zum Goldstandard gehört. Ja, und auch zum Goldstandard gehört die DZ Privatbank Luxemburg. Hier können wir sagen, in allen Prüfsegmenten top. Was will der Kunde eigentlich mehr? Auch die Kontrollwünsche, die wir ja als Kunde hatten, damit das Geld nicht verprasst wird, das wurde intensiv diskutiert. Und damit kann die DZ Privatbank seit vielen Jahren mit gelebter Expertise voll überzeugen. Auch in diesem Jahr. Ja, und auch die DZ Privatbank in der Schweiz ist hier vorne mit präsent, mit einem sehr gut im Schriftlichen, einem gut in der mündlichen Note, insgesamt eindeutig eine Top-Leistung, und auch das ist Goldstandard unter den Vermögensmanagern. Ja, und bei der Frage Vermögen vorm Verprassen schützen, was ist eigentlich alles möglich? Da hat die SEB die ganze Expertise im Grunde gezeigt, die man im Private Banking erwarten kann, aber auch in den anderen Kategorien sehr, sehr gute Leistungen, und da müssen sich die Wettbewerber auch wirklich in diesem Jahr dran messen, und die SEB zeigt, was im Private Banking möglich ist, auch wenn es zunächst um Beträge geht, die unter 1 Million Euro sind. Last but not least, im Alphabet an letzter Stelle hier oben auf der Bühne, die Walser Privatbank. Erneut weist das Kleininstitut aus Österreich, das sich voll auf deutsche Kunden fokussiert, unbedingt zu überzeugen. Der Einsatz für den Kunden ist unübertroffen. Die Beratung insgesamt gut, die schriftliche Ausarbeitung der Vermögensstrategie zeugt von hoher Fachkompetenz und Kundenorientierung. Und auch in der Treffsicherheit des Portfolios macht das Haus eine klasse Arbeit, auch Goldstandard. Ja, und so versuchen wir jetzt das Rätsel zu lösen, was zumindest in Ihren Gesichtern vielleicht da dort noch zu sehen ist. Also wer ist denn derjenige? Und auch da können wir etwas zeigen, vermutlich. Wir könnten etwas, doch, es klappt. Wir können erstmal zeigen, nämlich wer in den vergangenen Jahren schon auf dem ersten Platz gestanden hat. So ein Rückblick kann ja manchmal ganz erhellend sein. Wir hatten viele Jahre hinweg Berenberg mit vorne, 4-mal. Dann ein Institut, was heute so nicht mehr existiert, sondern aufgekauft worden ist, Berlin & Co., Vermögensverwaltung. Dann hatten wir Feri schon 3-mal auf Platz 1. Julius Baer war schon mal Gesamtsieger. Die Bank Sarasin, SEB Private Banking und auch Gutmann. Allesamt schon einmal auf dem Treppchen ganz oben. Und wer ist es in diesem Jahr?
Wir lösen das Feld auf. Es sind 7 und der erste Name wird genannt. Ja, die Walser Privatbank auf dem Platz 7. Ja, sie hat, da darf ich die Punkte auch nennen, 78,7 Punkte erreicht. Ja, und jetzt haben wir 2 auf Rang 5 mit identischer Punktzahl. Das ist die DZ Privatbank in der Schweiz und die Deka Bank in Luxemburg. Und die Punktzahl, die beide erreicht haben und identisch sind, ist 81,6 Punkte. Platz 4, Julius Bär. Und hier sind die Punkte 82,4. Und jetzt die 3 auf dem Treppchen. Platz 3, die Bank Gutmann. Mit 83,7 Punkten, und so wird schon deutlich, der Abstand ist nicht allzu groß. Rang 2, 2 bleiben noch. Die DZ Privatbank in Luxemburg. Sie hat 84,8 Punkte erreicht. Ja gut, und wer kann jetzt die Nummer 1 sein? Das ist in diesem Jahr erneut, wie schon einmal vor 2 Jahren, SEB Private Banking. Und was auch zu sehen ist, ist, dass dort zwischen dem ersten und dem zweiten doch ein Abstand ist, auch an Punkten, nämlich um 3 Punkte. 87,8% hat die SEB erzielt und so öffnet sich der Vorhang für den Jahressieger TOPS 2016. Glückwunsch. Ja, und der erste Platz soll noch einmal gesondert geehrt werden hier. Der Herr Fuß. Ja. Ja, nochmal Glückwunsch von unserer Seite. Und meine Herren, für Sie war es das. Jetzt ja. Erstmal. In dem Sinne. Ja, ich denke, der Applaus ist es auf jeden Fall wert, einen Anbieter zu haben, die hier mit 7 Personen sozusagen, 7 Banken stehen, die in diesem Top-Bereich sind. Ja, und jetzt wollen wir uns noch einen Überblick verschaffen. Wer hat denn in den einzelnen Wertungskategorien jeweils die Bestleistung erbracht? Da sehen wir im Beratungsgespräch, wohlgemerkt Institut plus Beraterleistung, Teamleistung zusammengenommen, 15 plus 25 maximal mögliche Punkte war Bank Julius Bär. Wir haben in der Vermögensstrategie SEB Private Banking mit dem besten Anlagevorschlag, mit der besten Ausarbeitung, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Transparenz, Trinkhaus und Burkhardt nicht zum ersten Mal, also wirklich vorbildlich, exzellent auch, wie sich das Haus, ich will nicht sagen in die Bücher schauen lässt, aber wie es kommuniziert und wie es seine Zahlen auch klar macht, deutlich macht. Was Kunden angeht, Assets Under Management, wirklich absolut vorbildlich. Ja, und in der Portfolioqualität haben wir diesmal gesehen, das Bankhaus Lampe auf Rang 1. Und auch da werden wir die Urkunden später noch zur Verfügung stellen können. Wenn Sie das mögen, kommen Sie bitte im Anschluss an diesen offiziellen Teil zu uns nach vorne dort an die Wand. Genau. Ja, und jetzt den Überblick über die Länderrankings. Thank you.
Wir sind Ihnen ja noch schuldig, ein bisschen Details, vielleicht eine Zahl nur zu nennen, als wir darauf hinwiesen, dass wir ein Stück überrascht waren über das Abschneiden, Anführungsstrichen, deutscher Private Banking Anbieter. Vielleicht haben Sie das schnell ausgerechnet vorhin, aber Platz 13 in der Gesamtlistung ist der beste deutsche Anbieter, Merck, Fink und Co. Und das ist, denke ich, auch ein Gespräch und eine Diskussion und eine Betrachtung im Markt auf jeden Fall wert. Jetzt darf ich wieder den Sponsor des dritten Menügangs vorstellen. Und es freut mich, dass Sie da mir auch zuhören jetzt in der Form, dass ich Ihnen das sagen darf. Es ist AB. AB ist Ihnen sicherlich bekannt, vielleicht aber vielen von Ihnen auch noch unter dem Begriff Allianz Bernstein oder auch ACM Bernstein. Vielleicht eine Zahl, die ausreicht, um das einzuordnen. Das Vermögen, das das Haus derzeit verwaltet, das gehört zu den führenden Fondsgesellschaften, 463 Milliarden US-Dollar betreut das Haus in seinen Fonds, verteilt auf alle Vermögensklassen. Ich denke, das spricht für Erfahrung, das spricht für Kompetenz. Und deshalb freue ich mich und der Sponsor AB wünscht uns allen nun guten Appetit zum dritten Menügang.